So, hallo und willkommen zum neuen Video. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid. In den vorangegangenen Videos haben wir uns mit dem Ausbau der Einspritzventile, der Einspritzdüse beschäftigt, hier an unserem V8. Danach haben wir die Einspritzdüse dann in unser Prüfgerät eingespannt und haben das Sprühbild begutachtet. Und dann im Weiteren haben wir dann mit dem Ultraschallbad die jeweilige Einspritzdüse gereinigt. Und im letzten Video sind wir auf die Einspritzschächte hier an unserem Motorblock eingegangen. Wir haben sie gereinigt mit unserem Satz von BGS, damit ich dann an den Schächtwände eine gerade Fläche habe, damit die neue Isolierhülse, die ich dann einsetze, alles vernünftig abdichtet und kein neuer Ruß oder Dreckpartikel dann außerhalb vom Brennraum entstehen können. So, und jetzt im heutigen Video möchte ich euch den Einbau erklären, Schritt für Schritt, in welcher Reihenfolge wir wie vorgehen und was wir zuerst an unserem Motorblock über dem Brennraum wieder installiert. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns direkt nach dem Intro. Bleibt auch bitte bis zum Schluss dran. Ich blende zum Schluss nochmal die Teilenummern der einzelnen Komponente ein, der Isolierhülse, der Haltestift, der Haltering oben an der Einspritzdüse und die Teilenummer der Einspritzdüse selber. Also bleibe bis zum Schluss dran und dann sehen wir uns jetzt gleich nach dem Intro. So, wir sehen jetzt hier von oben auf unsere Schächte hier. Hier vorne hinter dem Gestänge, das sieht man jetzt wahrscheinlich etwas schlecht von der Kamera aus, das Gestänge zum Tempomat hier. Hier haben wir unseren ersten, danach den zweiten und hier haben wir eine neue Isolierhülse. Und da stecken wir jetzt unsere Einspritzdüse von oben rein und drücken gleichmäßig am Haltering. Schaue, dass wir unter den Dichtring der Isolierhülse den O-Ring nicht beschädigen. Drücken wir die Einspritzdüse gleichmäßig nach unten über den Druck auf den Haltering aus. Und jetzt steht er hier noch ein klein bisschen über. Das heißt, ich habe jetzt hier noch ein klein bisschen Weg. Halt die Isolierhülse fest und drehe die komplette Einspritzdüse mit dem Haltering leicht rein, damit es hier sauber abschließt und die Dichtung ganz in der Isolierhülse drin ist. So, somit wäre ich jetzt hier fertig an der Isolierhülse und jetzt kann ich auch schon anfangen, mit dieser Entlüfteröffnung zum Kurbelwellengehäuse hin die Isolierhülse hier reinzudrücken. Guck, dass sie mittig bin, bis die dann drin sitzt. So, ich zeige das hier nochmal an der zweiten, da sieht man es etwas besser. Für den Einbau dann oder auch beziehungsweise beim Ausbau habt ihr hier schon diese Zündkerzenkabel. Da müsst ihr ein bisschen weglegen, damit ihr hier auch dann vernünftig hinkommt. Habe ich wieder meine Isolierhülse, steck von oben den Halter mit der Einspritzdüse drin an. Drückt die etwas nach unten und dann auf die letzte paar Millimeter halte sie unten fest, schau aber, dass ich da unten diese Stege hier, diese Wände hier nicht beschädige und natürlich den Dichtring unten nicht. Drückt die Einspritzdüse etwas rein, dräse und dann ist die komplett in der Isolierhülse drin mit dem Dichtring. So, und dann setze ich sie gerade oben an, wieder schaue, dass die Entlüftung nach hinten zeigt, also sprich zum Kurbelwellengehäuse. So, wenn sie dann ordentlich sitzt, vernünftig drin ist, müsst ihr schauen, dass dieser Überstand hier mit dem Block quasi abschließt und hier keine Erhöhung mehr ist. Das klackert auch gleich, wenn man sie reindrückt. Und schön die Entlüftungsöffnung hinter zum Kurbelwellengehäuse. So, auf der rechten Bank stecken jetzt unsere vier Einspritzdüsen, stecken jetzt an Ort und Stelle mit der Isolierhülse. Und jetzt fangen wir mal an, die jeweiligen Düsen zu fixieren. Dazu nehmen wir die Halteklammer, setzen die
mit der ovalen Aussparung über die Gewindeaufnahme an unsere Düse an und gucken dann, dass wir mit der Imbusöffnung direkt über dem Gewinde am Block sind. Und dann können wir mit dem 5er Imbus, wenn es dann hier so auf Position ist, Schraube mit dem 5er Imbus und setze die hinter ein und schrauben dann, passt hier ein bisschen auf wegen dem Gestänge hier zum Tempomat, und dann drückt die Klammer nach unten und hält unsere Einspritzdüse dann an Ort und Stelle. So. Ich zeig das hier mit der zweiten nochmal. Die Klammer drüber legen. So. Ihr könnt die dann nur ein bisschen, wenn ihr die Isolierfüße festhaltet, dann nur etwas drehen, so dass ihr mit der Öffnung für die Imbusschraube genau über dem Gewinde seid. Müsst die Klammer gar nicht ganz runterdrücken und schraubt die dann So, das war schon. So, als nächstes setzen wir den Schlauch an für die Kurbelwelle-Entlüftung. Drückt jeweils erst an der Einspritzventile den Schlauch drauf. Schaue, dass er komplett auf der Öffnung dann drauf seid. So, jetzt haben wir wieder alles installiert, alles angeschlossen, alles ist da, wo es hingehört. Bevor ihr jetzt den Luftfilterkasten wieder oben drauf setzt, überprüft mal, startet den Motor, überprüft mal, ob eure Hochdruckleitungen auch alle dicht sind. Einmal am Mengenteiler, ob ihr es richtig angeschlossen habt, und einmal am Einspritzventil, weil wenn der Luftfilterkasten hier beim 560er, der ja extrem groß ist, hier wieder drüber ist, dann zählt er nicht an die Einspritzventile hin. Deshalb überprüft es mal davor, dass das alles dann dicht ist und nicht irgendwo noch das Benzin raussippt.
So, jetzt im Anschluss, wie gesagt, vorhin gibt es jetzt noch die ganze Teilenummern von der ganzen Komponente. In die Videobeschreibung packe ich euch noch die Links rein von allen drei Videos, was ihr alles in den drei Videos benutzt habt an Hilfsstoffe bzw. an Werkzeugsätze, an Werkzeug, was ihr da benutzt habt, blende ich euch unter in die Videobeschreibung rein, dann könnt ihr euch das mal anschauen. Und wenn ihr über diesen Kanal bis jetzt noch kein Abo habt, was ich absolut nicht verstehen kann, dann drückt bitte jetzt unter auf die Abonnierfläche, das wird mich wahnsinnig freuen. Und auch gleichzeitig auf die Glocke, dann verpasst ihr auch kein zukünftiges Video. Und wie immer gilt's, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, das wird mich freuen. Und teilt auch sehr gerne das Video und den ganzen Kanal. Und dann hoffe ich mal, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut, ciao.